Wir haben uns jetzt schon hinter die Bar begeben da. Apropos Bar, es gibt auch bei euch am Bildschirm eine Bar, aber dazu dann später noch mehr. Kommen wir zu unserem nächsten Act. Da bewegen wir uns in den Bereich der Volksmusik, allerdings nicht, wie man vielleicht anhand dieser Skihütte hier denken könnte, österreichische Volksmusik, sondern amerikanische Volksmusik. Also Volksmusik mit F und nicht mit V sozusagen. Kann man sagen. Ja, so kommen auch die Country-Fans auf ihren Geschmack und ja, die amerikanische Anmoderation für das Ganze, die überlasse ich jetzt dir, Laurin. Ladies and gentlemen, please welcome the band leader of Nashville, Peter Nash. Hello, Peter Nash von der Band Nashville, die Country Rocker Österreichs. Und ja, ich möchte mich von unserem Proberaum, Schrägstrich Aufenthaltsraum, Schrägstrich Bar, Schrägstrich Produktionsstätte neuer Songs oder einfach Genussraum der Band Nashville. Allerdings bin ich allein. Normalerweise würde man da jetzt schon jeden zweiten Tag stehen und genau da hinten uns vorbereiten auf die kommende Tour. Ist leider nicht. Wir wissen warum. Ja, wie auch immer, wir können es nicht ändern. Aber es gibt Gott sei Dank das Life is Life Festival, wo wir dabei sein dürfen, wo wir euch Zuschauern einen gewissen Hauch von Live-Musik bringen können, nämlich mit Live-Mitschnitte, Live-Ausschnitte von vergangenen Konzerten. Und ich finde das genial, dass diese Möglichkeit besteht, dass zumindest ein Hauch von Musik im Land herumkursiert. Zumindest auf diese Art und Weise. Sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir dabei sind. Ja, die Band Nashville, wie geht's uns? Natürlich nicht viel anders als wir unsere Kollegen rund um den Globus. Wir waren es gewöhnt, genauso wie alle anderen, dass wir einfach unterwegs sind, dass wir die Leute glücklich machen mit dem, was wir machen und wir das auch sehr zurückgekriegt haben, diese Energie. Es war ein Win-Win und das ist halt jetzt natürlich nicht bei einfach gar keinem, egal ob Top-Top-Star oder Hobby-Musiker, die oft einmal auf einer kleinen Bühne stehen. Es zieht sich durch, die Kulturszene, die Musikszene ist am Boden. Aber eben, wie gesagt, wir sind sehr happy, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir euch die Musik näher bringen können, über zumindest die mediale Bühne. Und ich habe mir gedacht, bevor wir das tun, zeige ich euch nur ganz kurz, wo wir da so unterwegs sind in unserem Programm. Da sieht man schon mal das, wenn wir gar nicht mehr mögen, dann tun wir das. Oder wir tun das. Oder mir dann das. Aber das ist unser Proberaum. Wir haben da die kleine Bühne. Wir haben da einen kleinen Mischplatz. Und da stellen wir uns hier und schreiben neue Songs, üben neue Songs für die Tour. Und wenn wir dann einmal kurz Pause machen müssen und wollen, dann gehen wir natürlich an die Nash Bar. Aber wir möchten endlich wieder auf die Bühne. Und bis dorthin seht ihr jetzt einen Live-Mitschnitt. Und zwar einen Ausschnitt aus unserem letzten Konzert. Und zwar am 2. Oktober 2020 haben wir genau noch so ein kleines Zeitfenster erwischt. Mit Sicherheitsmaßnahmen, selbstverständlich. Wo wir nur mal auftreten haben können. Und das war auf unserem Nash-Truck. Oh ja, wir haben einen Nash-Truck extra uns zugelegt, nämlich für die heurige Saison als Tourmobil. Und das ist ein kompletter LKW-Zug mit integrierter Bühne und mit integrierter Nash-Bar, ja klar. Und da haben wir unseren letzten Auftritt gehabt am 2. Oktober. Und von dort aus seht ihr jetzt einen Live-Mitschnitt eines Songs. Und ich hoffe, es gefällt euch und bis bald. Bleibt gesund. Wir sind motiviert, wir sind in die Startlöcher. Und freuen uns, wenn wir euch wieder live sehen und ihr uns live seht. Und es wird eine Megaparty. Das garantiere ich. Alles klar? Aus dem Salzkammer gut. Liebe Grüße an die Kollegen. Wir sehen uns bald. Peace out. Peter Nash. Now the time is coming, the final countdown's a run, until the cowboys overcome. The crowd is going crazy, baby.
city. Smell the rain crash upon. The lower of this dead body, I hit up for my side. I'll play that game for two. Now you got a chance to watch that fight between him and me. I'm gonna lose this game. It's the bell rings again, and he shuts down. Yes, I'm free. The ball is freaking out. Whiskey involved, I'll say that for sure. And any comments? That was a present of a fan of us. They brought me that bottle of whiskey that day after the show. And after the show, there was no whiskey. And big brains on earth making those.